Auf Landpartie zur Erdbeerernte für unsere Erdbeerkonfitüre. Erdbeerzeit. Für unsere aromatische Erdbeerkonfitüre wollen wir nur reife und schöne Früchte haben. Also machen wir uns auf den Weg und besuchen ein Erdbeerfeld in der Nähe. Mal sehen, was wir dort so ernten können. So viele Erdbeerpflanzen gibt es hier. Sie haben schon viele reife Früchte mit richtig süßem Aroma, aber auch einige, die noch etwas Zeit brauchen. Für unsere Konfitüre pflücken wir natürlich nur ganz rote, reife Früchte, ohne hellen Ansatz, damit wir später ein schönes, volles Aroma erhalten. Diese sehen auch gut aus. Die Pflanzen haben auch unter den Blättern schöne rote Früchte. Prima! Man muss schon genau schauen, gut ausgereifte Früchte zu pflücken. Das zahlt sich dann später beim Geschmack aus. Na, das sieht ja schon richtig gut aus. Selbst so große Früchte kann man hier finden und sie schmecken richtig süß. Die Ernte hat sich gelohnt. Da bleiben noch genug Erdbeeren zum Backen übrig. Zu Hause angekommen, werden die Erdbeeren erst einmal gewaschen und dann geputzt. Bei den schönen Früchten genügt es, nur die grünen Kelchblätter zu entfernen. Große Früchte werden halbiert. Wird die entsprechende Menge Gelierzucker über die Erdbeeren gegeben. Diese dürfen dann über Nacht oder mindestens 8 Stunden im Kühlschrank durchziehen. Nach der Ruhezeit wird Zitronensäure, Vanillezucker, und das Mark einer Vanilleschote dazugegeben. Jetzt zerdrücken wir die Erdbeeren nur grob, denn wir wollen ja für die Konfitüre Fruchtstücke erhalten. Dabei werden die Erdbeeren gut mit dem Zucker vermischt. Die ganze Masse kommt jetzt in einen ausreichend großen Topf. Die ausgeschabte Vanilleschote fügen wir hinzu. Sie darf beim Kochen noch etwas Aroma abgeben.
Jetzt werden die Erdbeeren langsam erhitzt, bis sie anfangen, sprudelnd zu kochen. Der Schaum, der sich dabei bildet, sollte zum Großteil abgehoben werden. Circa 3 Minuten kochen lassen, Gelierprobe machen und in vorbereitete Gläser füllen. Was für ein schönes Ergebnis! Lecker!